aufwendig dekorierte Muschelgrotte, welche mit ihren Details die Besucher stundenlang fesseln kann. Die damaligen Gäste flanierten so wie wir vorbei an den Dekorationen, an den Figuren aus Glas, Tuffstein, Marmor, Halbedelsteinen und natürlich den vielen Muscheln. In dem Brunnen plätscherte Wasser und so konnte man sich erfrischen, denn die Grotte diente vornehmlich der Abkühlung im Sommer nach einem Spaziergang im angrenzenden Park. Selbstverständlich ist auch ein Porträt des Bauernherrn hier in der Grotte zu finden. Lothar Franz von Schönborn in dem goldenen Medaillon. Wow, beeindruckend und so viele kleine Details. Warum steht hier ein eingerahmtes Foto? Das ist ein Ausschnitt aus dem Film Die drei Musketiere, die 3D-Verfilmung, die ausschließlich in Bayern gedreht worden ist. Und auch eine Sequenz aus diesem Film wurde hier bei uns in der Grotte gedreht, ein Hauch von Hollywood. Es war sehr spannend, Orlando Bloom hier in dieser Grotte zu sehen. Auf dem Bild sehen wir, wie er als Herzog von Buckingham die drei Musketiere vergiftet hat. Und dieser Raum, er sieht ganz anders aus. Dieser Raum diente ursprünglich zur Aufbewahrung der Orangenbäumchen. Zitronen und Orangen waren ganz wichtig damals in Barock. Und in den ersten 2 Jahren hat Lothar Franz von Schönborn hier seine wertvollen Bäume untergebracht, bis er feststellte, dass der Raum eigentlich zu dunkel und zu feucht ist und dafür Orangeriebauten im Außergelände bauen ließ. Die Malerei an der Wand wirkt so idyllisch. Ja, Giovanni Francesco Marchini hat hier 3D-Malerei gemacht, wie wir heutzutage sagen, und Arkadien dargestellt, eine idealtypische Landschaft. Es wirkt, als ob man hier in die Landschaft einsteigen könnte. Oh, wer ist denn das? Ist es der Wachhund des Raumes? Dieser Hund ist vielleicht ein Hund des Lothar Franz von Schönborn, des Bauherren. Wir wissen, dass er einen schwarzen Hund besaß, den er Morle nannte. Ob es sich bei dieser Abbildung um seinen Hund handelt, wissen wir nicht mit Sicherheit. Können wir auch den gegenüberliegenden Raum besuchen? Selbstverständlich, gehen wir rüber. Oh, was passiert denn hier? Rennen die alle aus dem Raum hinaus? Ja, hier ist ein Erdboden. Wir haben also genau das Gegenteil von dem gegenüberliegenden Raum. Hier haben wir die ängstlichen Besucher. Es ist ein beeindruckendes Fresko und trotzdem sehr beängstigend. Hier die Säulen zu wackeln.